Liebe Geschwister in Jesum Christum, Thema Trübsal Zeit oder Drangsal Jakob oder 70. Danielsche Jahrwoche. Die Ausgießung der Gerichte im Rahmen der Siegel von Offenbarung 6, die Absonderung der 144.000 Zeugen in den Nationen, Offenbarung 7, die Posaunengerichte, Offenbarung 8 bis 11, das Auftreten der göttlichen Zeugen, Offenbarung 12, die Verfolgung Israels, Offenbarung 12, die Ausgießung der Gerichte der Zornschalen, Offenbarung 16, der Sturz der bekennenden Kirche mit dem falschen Bekenntnis, Offenbarung 17 bis 18, die Ereignisse der Schlachtopfer von Armageddon, Hesekiel 38 und 39, Offenbarung 16, 16, Offenbarung 19, 17 bis 21. Also das ist eine kurze Übersicht gewesen. Die Verkündigung des Evangeliums des Reiches oder Königreiches, Matthäus 24, 14. Dieser Tag wird auch die vorausgesagten Ereignisse einschließen, die mit der Wiederkunft verbunden sind, und zwar die Wiederkunft des Herrn, Matthäus 24, Verse 29 bis 30, die Auferstehung der Heiligen des Alten Bundes und der Trübsal, Johannes 6, 39 bis 40, Offenbarung 20, Vers 4, die Vernichtung des Tieres und all seiner Heere, sowie des falschen Propheten und derjenigen, die ihm bei der Anbetung des Tieres folgten, Offenbarung 19, Vers 11. Das Gericht über die Nationen, auf Matthäus 25, Vers 31 bis 46, die erneute Sammlung Israels in Hesekiel 37, 1 bis 4, lesen den Satz nochmals. Die erneute Sammlung Israels, Hesekiel 37, 1 bis 14. Das Gericht über die lebenden Israeliten, Hesekiel 20, Verse 33 bis 38. Die Wiederherstellung Israels im Land, Amos 9, 15. Das Binden Satans, Offenbarung 20, Verse 2 bis 3. Weiterhin wird er all die Ereignisse des tausendjährigen Zeitalters mit dem letzten Aufstand Satans, Offenbarung 20, Vers 7 bis 10, das Gericht vor dem großen weißen Thron und dann die Läuterung der Erde, 2. Petrus 3, Vers 10 bis 13 einschließen. Diese und viele damit zusammenhängenden Themen müssen demnach untersucht werden. Das Wesen der Trübsal. Es gibt keinen besseren Weg, den biblischen Begriff der Trübsal kennenzulernen, als die Schrift selbst sprechen zu lassen. Es ist unmöglich, all die Aussagen des Wortes zu diesem Thema darzulegen. Einige werden genügen. Die Offenbarungslinie beginnt schon frühzeitig im Alten Testament und setzt sich im Neuen fort. In deiner Bedrängnis, und wenn all diese Dinge dich treffen werden, am Ende der Tage wirst du umkehren zum Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Er wird dich nicht lassen und dich nicht verderben und wird das Bundes deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. 5. Mose 4, Verse 30 bis 31. Und sie werden sich in Felsenhöhlen und in Löchern der Erde verkriechen, vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu schrecken. Jesaja 2,19. Siehe, Jehova leert die Erde aus und verödet sie, und er kennt ihre Oberfläche um und streut ihre Bewohner. Das Land wird völlig ausgeleert und geplündert, denn Jehova hat diese Worte geredet. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt. Es büßen ihre Bewohner, darum sind verbrannt die Erdebewohner und wenige Menschen bleiben übrig. Die Erde klafft auseinander, die Erde zerberstet, die Erde schwankt hin und her,
Die Erde taumelt wie ein Trunkener und schaukelt wie eine Hängematte. Und schwer lastet auf ihr ihre Übertretung. Und sie fällt und steht nicht wieder auf. Und es wird geschehen an jenem Tage. Da wird der Herr heimsuchen die Heerschar der Höhen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Jesaja 24, Verse 19 bis 21. Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Gemächer. Schließe deine Tür hinter dir zu, verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr tritt hervor aus seiner Stätte, um die Ungerechtigkeit der Bewohner der Erde an ihnen heimzusuchen. Und die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. Jesaja 26, Verse 19 bis 21. Wehe! Denn groß ist jener Tag, ohne Gleichen. Und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Jeremia 30, Vers 7. Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Daniel 9, 27. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Das ist zu Daniel 12, 1 von Ide Pentecost, Seite 153. Ide Pentecost könnt ihr auf bibelkreis.ch direkt downloaden, das komplette Buch. Es lohnt sich. Wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn. Und er kommt wie ein Verwüster vom Allmächtigen. Joel 1, 15. Es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und nach ihm nichts sein wird, bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Joel 2, Vers 1 bis 2. Wehe denen, welche den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wird denn nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht und Dunkelheit und nicht Glanz? Amos 5, 18. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und eilt sehr. Ein Tag des Grimms ist dieser Tag, ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und Wolkendunkels. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tag des Grimmes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land verzehrt werden. Zephania 1, 14, 15 bis 18. Alsdann wird der große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzthin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Matthäus 24, Verse 21 bis 22. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit, bei brausendem Meer und Wasserwogen, indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Offenbarung 13. Und der König der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen
Und die Starken und jeder Knecht und Freie verwahren sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Throne des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns. Wer vermag zu bestehen? Offenbarung 6, Vers 15 bis 17. Aus diesen Schriftstellen geht zwangsläufig hervor, dass das Wesen und der Charakter dieser Zeit im Folgenden besteht: Zorn, Grimm, Unwillen, Gericht, Versuchung, Drangsal, Verwüstung, Finsternis, Dunkelheit, Umkehrung, Heimsuchung. Man kann keine Stelle finden, welche die Schwere dieser Zeit, die über die Erde hereinbrechen wird, bis zu einem wie auch immer aussehenden Maß abschwächt. Der Ursprung der Trübsal und dann das Ziel der Trübsal. Lest das gerne durch und ihr werdet einen gewissen Überblick bekommen über die Trübsalszeit. Auch da die Bestimmung des Bundes des Landesverheißung aus 5. Mose 30, Verse 1 bis 10. Ich lese 7 Punkte. Das Volk wird wegen seiner Untreue aus dem Land herausgerissen. Israel wird seiner Untreue später bereuen. Der Messias wird zurückkehren. Israel wird wieder in das Land gebracht. Israel wird als Nation umkehren. Die Feinde Israels werden gerichtet werden. Die Nation wird dann ihren umfassenden Segen empfangen. Liebe Geschwister, wenn ihr dazu auch noch Hinweise, Gedanken, Fragen, Korrekturen habt, schreibt es doch ins Forum, um im Forum teilnehmen zu können, schreibt mir eine E-Mail. E-Mail findet ihr in dem YouTube oder ihr schreibt direkt in die Kommentarzeile vom YouTube. Im Namen Jesu Christum, einen guten Tag. Hier will ich